Hallo Leute, zuallererst möchte ich nochmals betonen, dass ich mir keine dieser Theorien ausdenke, sondern im Internet recherchiere, diese für euch übersetze und sinnvoll zusammenfüge. Also spart euch bitte Kommentare, wie ich auf so etwas komme und vor allem will ich keine Beleidigungen sehen. Es ist schon traurig bzw. armselig, wie manche Menschen allein auf eine Überschrift reagieren und zeigt nur, wie begrenzt mancher Horizont sein kann. Noch dazu wird jeder Nutzer, der meint, sich nicht benehmen zu müssen, auf Lebenszeit aus meinem Kanal ausgeblendet. Speziell zu N plus A gleich J und dem jetzigen Video, die sich ausschließlich auf die Bücher beziehen, habe ich die meisten Infos zu diesen Theorien vom Kanal The Order of the Green Hand. Wer fit in Englisch ist, ist auch willkommen, sich deren Videos für weitere Details anzusehen. Des Weiteren sagt selbst George R.R. Martin, dass er aufgrund der Komplexität der Geschichte und der Charaktere selbst kaum exakte Daten nennen kann und sich selbst stattdessen nur an den Jahreszahlen orientiert. Und selbst die größten Nerds dieser Welt können deshalb die Timeline nicht gut genug zusammensetzen und wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hier um reine Theorien zu einer Verschwörung im Buch handelt und Verschwörungen haben den Sinn, geheim gehalten zu werden. Noch dazu gibt es wirklich unglaublich viele Unterschiede zwischen dem Buch und der Serie, über die ich auch noch ein Video machen werde. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch bei euch für über 2500 Abonnenten bedanken, was bedeutet, dass seit den letzten Tagen über 800 neue hinzugekommen sind. Vielen lieben Dank dafür! Sobald wir die 5000 Abonnentenmarke geknackt haben, starte ich wie im Livestream versprochen die Verlosung meiner Xbox One und PlayStation 4 unter meinen Abonnenten. Ihr könnt im Übrigen auch diesen richtig coolen John Schnee Schlüsselanhänger gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, meinen Kanal zu abonnieren, das Glockensymbol zu aktivieren und euch auf meiner Homepage www.derschattenwolf.de in meinem Gästebuch einzutragen. Gebt dabei euren YouTube-Benutzernamen und euer Lieblingshaus an, auch für zukünftige Giveaways. Dafür ist keinerlei Registrierung notwendig. Kommen wir nun zum heutigen Thema. Wenn N plus A gleich J stimmen sollte, wer wurde dann im Turm der Freude geboren? Das ist hier die große Frage und die momentane Antwort darauf macht die ganze Sache nicht gerade weniger verwirrend, könnte dann aber dennoch wunderbar passen. In dieser Theorie soll Aegon, auch bekannt als Young Griff, der überhaupt nicht in der Serie vorkommt, nicht nur überlebt haben, sondern auch der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark sein und nicht wie angenommen von Elia Martell. So sieht es zumindest The Order of the Green Hand, die sich sehr intensiv mit den Büchern auseinandersetzt. Sie betonen, dass er genau das richtige Alter hat, um in die Timeline zu passen und die verblüffende Ähnlichkeit zu Rhaegar, die auch John Connington sofort sieht, nachdem sich Aegon die Farbe aus den Haaren wäscht. John Connington war nicht nur Rhaegars Hand, er gehörte auch zu seinen engen Freunden und war sogar in ihn verliebt. Den einzigen Unterschied machen seiner Meinung nach die etwas helleren, violetten Augen Aegons. John Connington verblüfft auch, dass Aegon und Rhaegar intuitiv fast dasselbe über Johns Heim zu sagen hatten, als sie beide es jeweils zum ersten Mal betraten. Für ihn zumindest besteht kein Zweifel daran, dass Aegon wahrhaftig der Sohn Rhaegars ist. Auf die Frage, warum Aegon sich die Haare blau färbte, antwortete er, dass er dies in Andenken an seine Mutter tun würde, die Tiroshi war. Das könnte auch ein Hinweis sein, da die einzige Frau, die George R.R. Martin in der Geschichte mit der Farbe blau verbindet, Lyanna Stark ist. An Aegons Stelle soll als Baby ein Doppelgänger aus den Straßen gestorben sein, den Varys gefunden und ausgetauscht haben soll. So sagt es zumindest Aegon selbst, der als blauhaariger Young Griff getarnt und mit Tyrion unterwegs ist. Unter anderem gehören Septa Limor dazu, die verblüffende Ähnlichkeit mit der für tot gehaltenen Ashara Dane hat und Tyrion bemerkt auch ihre Schwangerschaftsstreifen. Hadorn Halbmeister wird in Bezug auf die Theorie für den ehemaligen zur selben Zeit wie auch Ashara Dane für tot vermuteten Meister von Winterfell gehalten. Dessen Name war Wallace Blumen, ein Bastard von Großmeister Walgrave und einer Lady von Hohenturm. Der uns bereits bekannte Meister von Winterfell, Meister Luwin, kam mit Catelyn und Robb Stark aus Schnellwasser, um die Lücke zu füllen, die hinterlassen wurde.
Ein weiterer Hinweis soll der Name des Bootes sein, mit dem die Gruppe unterwegs ist. The Shy Maid, zu Deutsch die schüchterne Maid, soll eine Anspielung auf den jungen Ned Stark und Ashara Dane sein. Denn wenn zum Beispiel Mira über die Geschichte der beiden erzählt, gibt sie den Akteuren kryptische Namen. Der junge Ned Stark ist dabei der schüchterne Wolf und Ashara Dane die Maid mit den lachenden violetten Augen. Somit soll der kombinierte Name des Bootes ein Hinweis vom Autor selbst sein. Und so soll es nach dieser Theorie also Aegon Targaryen und nicht Jon Schnee sein, der zumindest in den Büchern im Blutbett des Turms der Freude von Lyanna Stark geboren wurde. Auch in diesem Fall hätte Ned ihr das gleiche Versprechen geben müssen, da Robert Baratheon alle Targaryen töten wollte. Im Gegensatz zu Jon hat Aegon die typischen, auffälligen Targaryen-Merkmale und Ned ist sich bewusst, dass Robert Baratheon früher oder später dahinter kommen und wahrscheinlich sowieso niemand Aegon mit seinen weißen Haaren und lila Augen für Neds Sohn halten würde. Ganz im Gegenteil zu Jon. Da Ned durch seinen sonst intakten Ehrenkodex daran gebunden war, das Schwert Dämmerung dem Hause Dane zurückzubringen und, laut Theorie, Ashara Dane mit ihrem gemeinsamen Baby Jon Schnee bereits dort wartete und die Entfernung auch nicht so groß war, begab er sich letztendlich dorthin. Ihm wurde klar, dass Aegon viel eher als Asharas statt Neds Baby durchgehen würde und da Jon, laut dieser Theorie, als Neds Sohn bereits große Ähnlichkeit mit ihm hat, soll letztendlich auch Ashara eingesehen haben, dass es keine bessere Lösung gibt und soll dem Ganzen schweren Herzens zugestimmt haben. Da dies nun aber für alle Beteiligten bedeutete, Hochverrat an der Krone zu begehen, musste es ein Geheimnis bleiben und so blieb sie mit klein Aegon im Verborgenen. Für alle Serienzuschauer, die noch nicht das Vergnügen hatten, sich mit den Büchern auseinanderzusetzen, muss sich das alles unnötig kompliziert anhören und dem kann ich nicht mal wirklich widersprechen. Allerdings gibt es in den Büchern mehrere solcher Austauschintrigen. Man bedenke, dass zum Beispiel eigentlich Arya und nicht wie in der Serie Sansa Ramsay Bolton hätte heiraten sollen, dieser aber über Cersei mit Jane Poole ausgetauscht wurde und das arme Mädchen sogar Sodomie mit Ramsays Hunden durchführen musste. Oder aber Mance Rayders Sohn, der als Baby von Jon Schnee über Maester Aemon mit dem Kind von Gilly ausgetauscht wurde, damit es nicht als Brandopfer für Melisandre bzw. ihrem Herrn des Lichts endete. So viel also zu den Infos, die ich euch zu dieser Theorie geben kann. Wahrscheinlich wirft auch diese Theorie mehr Fragen auf, als sie letztendlich beantwortet, aber ich möchte nochmal deutlichst darauf hinweisen, dass ich mir diese Theorie nicht ausdenke, sondern für euch recherchiere, übersetze und möglichst sinnvoll zusammensetze. Denkt bitte daran, bevor ihr gleich in die Tasten haut. Dies könnt ihr übrigens wunderbar im überarbeiteten Forum auf meiner Homepage www.derschattenwolf.de tun und werdet Teil der täglich wachsenden Community. Und nochmals, denkt auch daran, für den Jon Schnee Schlüsselanhänger meinen Kanal zu abonnieren und euch danach im Gästebuch meiner Homepage einzutragen, um diesen zu gewinnen. Denn tatsächlich werden ausschließlich Abonnenten die Möglichkeit haben, meine Giveaways zu ergattern. Die Ziehung und Bekanntgabe des Gewinners wird am 1. Juli stattfinden. Wenn euch gefällt, was ich mache, könnt ihr mich auch gerne auf Patreon unterstützen, lasst euch dadurch in meinen Videos feiern und bestimmt gleichzeitig auch den Inhalt dieses Kanals mit. Aber was haltet ihr von dem Ganzen? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert im besten Fall meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. In dem Sinne, bis bald und Valar Morghulis.